Willkommen zurück zu Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Ein Spiel, bei dem Skype möglicherweise jederzeit abstürzen könnte mit eurem Let's Play Retro und... DSD Steve. Ja, das mit Skype ist jetzt gerade kein Witz. Das hat allerdings nichts mit dem Spiel zu tun, sondern das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Steve und ich, wir sind jetzt gerade so ungefähr seit 20 Minuten am Telefonieren und wir haben jetzt schon viermal irgendwie einander angerufen. Genau. Wir hoffen einfach mal, das funktioniert. Wir sind hier bei Vampire Stone 2 Everlasting Blood gerade am Ende eines Dungeons und müssen einen Teil bekommen. Genau. Aber vorher müssen wir, glaube ich, noch ein Kelvin-Rätsel lösen. Wir haben uns ja, glaube ich, noch vor ein paar Parts darüber aufgeregt. Also ich zumindest, dass es viel zu wenig Rätsel in diesem Spiel gibt. Und prompt wird uns da eins geliefert. Was glaubst du, müssen wir machen, Steve? Soll ich mal mit irgendwas interagieren? Das Blaue. Den Blauen, bitte. Hier tut sich nichts. Okay, gut, dann... Dann nimm den bitte... Warte, nein. Der Rote wird dann auch nicht gehen. Der wird auch nicht gehen? Warte mal, das heißt, also ich probieren. Genau, der... Genau. Korrekt, ja. Also, du nimmst jetzt bitte den... Der ganz links ist der linke Weiße. Ja. Den drücken. Ah, okay. Warte, grün. Mach grün. Gibt's grün? Es gibt sehr viele verschiedene Farben. Ja, grün. Der auch grün, oder? Orange. Achso, willst du jetzt irgendwie so einen Regenbogen bauen, oder was? Oder wie, oder? Die Farben gerade mischen, sozusagen. Ich dachte einfach, die Mischung, weil blau und ist nicht blau und gelb-grün. Ach, Steve, wirklich... Sowas kannst du mich nicht fragen. Also ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir hier irgendwie Farben mischen müssen, sondern dass wir dann eher irgendwie alle Farben irgendwie gleich machen müssen oder sowas. Regenbogen ist auch möglich, genau. Okay, hier tut sich nichts. Okay, dann nehme ich an, dass es vielleicht doch ein Regenbogen werden soll. Also guck mal, die beiden hier sind auf jeden Fall irgendwie fest. Ja, hier sind alle Farbigen sind schon fest und wir müssen die anderen jetzt zum Regenbogen. Genau, fahren. Genau. So, ich bin ganz offen, ich muss nachschauen, wie ein Regenbogen aussieht. Hier rein, die Farben sind. Bin ich ganz ehrlich. Ist eine Sache, die kann ich mir einfach nicht merken. Ich habe es, glaube ich, gerade eben irgendwie gelöst. Genau so. Der sieht stärker aus. Ich glaube nicht, dass wir einen Regenbogen machen mussten. Wir mussten scheinbar einfach nur irgendwie alle Farben abdecken. Ach, ich habe keine Ahnung, was wir machen mussten. Aber wir haben es geschafft. Super. Der sieht richtig, richtig giga-mega stark aus. Das ist der hiesige Tafelwächter. Ich meine Teilwächter. Macht euch bereit. Dann machen wir ihm den Garn aus. Wollen wir bitte einfach nur Enter drücken? Ich wollte gerade sagen, ich werde keinen Autokampf drücken, weil ansonsten verbrauchen wir noch unser Blut. Richtig. Hörst du, wie episch diese Musik ist, Steve? Dieser Kampf wird alles von uns abverlangen. Guck mal, der macht irgendwie 10% mehr Schadenspunkte als die anderen. Au. Oh nein. Sag mal so, mehr als 99.999 HP kann er nicht haben. Und wir wissen ganz genau, dass er nicht so viele haben wird, weil das hier ist so ein Level 30 Gebiet oder so. Ich glaube, wenn ich so ein... Ach, wow. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden! Überlegen. Was? Der war so schnell down, ich hab mir nicht mal einen Spruch überlegen. Ja, der Kampf hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert, aber wir haben 3000 Erfahrungen für erhalten und eine Seele. Und ein Teil. Jetzt holen wir uns das Teil. Vor allem wirklich, wie inkonsequent es auch in dem Spiel ist. Jetzt ist es ein Stück. Das ist natürlich noch eine random Falle. Ja, ist okay, gut. So, komm her, du Teil! Nein, ein Stück. Sehr gut. Ihr habt eines der Baustücke gefunden. Ich bringe es ins Schloss und habe den nächsten Plot-Device für euch parat. Sprecht bezüglich seiner Wirkung mit mir, wenn ihr zurück seid. Warum kann eigentlich Jenna sich nicht einfach so dahin teleportieren und das mitnehmen? Du meinst, weil diese Bruchstücke einfach hier sind? Nein, Steve. Wir müssen erst in den Raum rein und diesen Raum für ihn lokalisieren. Ach so. Vorher weiß er doch noch gar nicht, wo das Bruchstück sich befindet. Aber siehst du, dass die Bruchstücke einfach wieder dahin gebracht wurden, wo sie vorher waren. Also weißt du doch, wo sie sind. Ja, aber Jinai kann diese Bruchstücke nicht anfassen, weil sonst würden ihm die Hände verbrennen. Das weißt du doch, Steve. Aber Jinai hat uns die Möglichkeit gegeben, aus Mana Leben zu schaffen. Ja, und dennoch kann er die Bruchstücke nicht anfassen. Du weißt doch, Steve, jeder mächtige Charakter muss irgendeine random Schwäche haben, die absolut keinen Sinn ergibt. Suchen wir nach anderen Teilen. Okay. Also ich glaube, vorher teleportieren wir uns ins Schloss und machen noch irgendwie Zeug, oder? Ja, ich will wissen, was für ein Plot-Schwachsinn Jinai für uns hat. Ja. Wir können uns hier natürlich nicht raus teleportieren, aus welchem Grund auch immer. Hier dann genau, das war jetzt gerade die große Frage. Scheinbar können wir auf der letzten Ebene keine Zuflucht anwenden. Naja gut, dann speichern wir das Spiel einfach mal, ganz ohne unseren Cheatstein zu benutzen. Und dann versuchen wir einfach diese extrem geschickte Sache hier zu umgehen. Ich frage mich übrigens, wer so etwas so baut. Nein, hier, also so doch da, okay. Nein, Steve, ich muss die ganzen Kämpfe mitnehmen, weil wir brauchen Seelen, schon wieder vergessen. Ja, das stimmt tatsächlich sogar. Wir wollten auch noch irgendwas lernen, ne? Aber ich glaube, zum Lernen haben wir auf jeden Fall noch nicht genug Seelen. Also, ja, müssen wir noch echt ganz viel Zeug klatschen, das wird noch ein bisschen dauern.
Wir können ja dann direkt danach den nächsten Dungeon eigentlich machen, ne? Wir haben davor noch genug zu tun tatsächlich. Ich glaube, es dauert noch so 5 Parts, bis wir im nächsten Dungeon gehen. Ernsthaft? Ja. Was haben wir da noch alles vor? Wir haben hier noch eine Stadt freigeschalten. Ach stimmt, durch die Eroberung des einen Schlosses. Jinnai wird uns vielleicht auch wieder nochmal eine Plot-Device-Stadt geben. Und hier kann man jetzt Zuflucht einsetzen. Was ist das für eine komische Logik? Ach naja, was soll's. Also das sind schon mal, also das heißt 2 Städte, die wir noch machen können. Und also so, das heißt, wohin fliegen wir jetzt genau? Erstmal zu unserem Schloss. Zu unserem Asgard-Schloss. So, und da natürlich müssen wir wiederum noch den anderen Dungeon erstmal finden. Schon bei dem Asgard-Schloss war hier oben rechts irgendwo, ne? Der ist da oben einfach. Genau, hier oben war das, wo der rote Punkt ist, ne? Ja. Okay. Da wollte ich jetzt natürlich nicht hin. Sorry, Steve, das war meine Ungeschicktheit. Du kennst sie ja. Ach nein. Ja, ich krieg gerade mal wieder überhaupt nichts auf die Reihe, aber. Man muss kurz dazu sagen, wir haben beide eine Arbeitssache hinter uns und. Ich habe zwischendurch vor allem noch irgendwie 3 oder 4 Stunden gepennt. So. Dann speicher erstmal bitte. Erstmal speichern. Jetzt mit Jinnai reden? Ja. Willkommen zurück! Ich habe das zweite Baustück genutzt und eine noch viel nützlichere Wirkung erzielt. Ja. Diesmal seid ihr garantiert maximal sediert. Na hoffentlich, das letzte Mal war doch eher fragwürdig. Ich weiß, ihr wart nicht allzu begeistert. Diesmal habe ich allein den Nutzen im Sinn gehabt. Ich habe ein magisches Artefakt erschaffen, das ich den Pfadeschaffer genannt habe. Pfadeschaffer? Ganz recht. Lange Laufwege gehören der Vergangenheit an. Wenn ihr mit diesem Artefakt an einen Ort denkt, zu dem es eine Verbindung schaffen soll, tut es auch genau das und kreiert vor euch und dort einen Teleporter. Ich demonstriere euch das mal eben. Cool, jetzt beherrschen wir die momentane Teleportation. So fast. Geht hindurch. Aber wenn wir da jetzt durchgehen, dann sind doch alle Gegner auf dieser Map neu geladen. Hui, wir sind auf dem Schiff. Das ist richtig schön, muss ich sagen. Es gibt den roten. Es gibt einen Teleporter zwischen dem Schiff und der Burg, ne? Okay. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ne? Ja, tatsächlich. Herr Praktisch, was? Das ist tatsächlich sehr nützlich. Kompliment. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir das Spiel loben. Oder das, das zweite Mal. Danke. Ihr könnt es zwar nutzen, um Laufwege zu verkürzen, aber hauptsächlich habe ich etwas anderes im Sinn. Das wäre... Setzt den Fahneschaffer dazu ein, euch überall auf der Welt kleine Verstecke einzurichten. An diesen Verstecken werde ich dann astralen Kopien eurer Särge abstellen und ein Sicherheitssystem anbringen, damit weder Monster noch andere Personen ins Versteck oder euer Schloss gelangen. Auf diese Weise könnt ihr bald nicht nur überall ausruhen, sondern auch von überall schnell ins Schloss gelangen. Die Idee gefällt mir. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Aber natürlich, wenn ihr den geeigneten Ort, denkt einfach an euer Schloss. Ich habe es so eingerichtet, dass ich es spüre, wenn ihr einen Pfad kreiert. Ich begebe mich dann sofort dorthin und bereite alles Nötige vor. Hier! Pfadeschaffer erhalten. Okay. Gut, danke. Warum nutzen wir ihn eigentlich nicht, um zum Beispiel an alle Bruchstücke zu gelangen? Ja, Steve, jetzt. Siehst du, guck mal, das Spiel hat schon vorausgedacht. Ja? Jetzt kommt die ultimative Erklärung, warum Jinnai das nicht kann. Die Schlösser und besonders Kenner sind voll mit Abwehrzauber und Magie. So mächtig ist der Pfadeschaffer dann doch nicht, dass er da durchkäme. Tut mir leid, und ich dann auch nicht. Das heißt, wir brauchen jedes Mal so ein Artefakt, weil Jinnai ist einfach nicht mächtig genug, um eine Barriere wegzumachen. Ja. Das wäre ja auch langweilig. Und jetzt lasst uns ein wenig damit rumspielen. Kommt wieder her, sobald ihr das dritte Bruchstück habt. Okay, das ging schneller als gedacht. Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt zur nächsten Stadt. Okay, das ging schneller als gedacht. Dann gehen wir jetzt vielleicht doch das nächste Bruchstück holen. Nein, okay, wir fliegen zur nächsten Stadt. Du weißt doch, wo sie war, naja, also fliegt man nach oben. Das war jetzt hier auf der Insel rechts irgendwo. Ja, ne? Hier nach oben, einfach nach oben, nach oben. Einfach hier nach oben. Okay. Waren wir uns nicht mehr ganz sicher, wo es war? So, wir haben dieses Schloss, das hier gerade erobert. Das heißt, hier in der Nähe muss eine Stadt sein. Was? Oh Gott, geht der Bus raus. Ich wusste nicht, dass. Das kann man sogar schon schaffen. Ja, das können wir nicht schaffen. Steve, erinnere dich an den Piratenkapitän. Aber es ist interessant, dass wir auch mit Fledermausmantel versteckte Gebiete so finden können, ne? Ich dachte, das geht eigentlich nicht. Ob das eine Ausnahme ist, das Gebiet? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich meine, das Gebiet ist ja auch so extrem krass versteckt. Wie willst du das sonst finden? Oh, landen wir mal drauf und gucken mal nach, ob diesen 2 Feldern was ist. Das würde ich tatsächlich sogar tun, ja. Es wäre auch irgendwie logischer, als einfach bei dem ganzen anderen Rest irgendwo rumzulaufen. Okay, wir wissen also, nach Norden. Zu diesem Schloss hier gibt es irgendwo eine Stadt.
Ja. Da, die hier? Die vielleicht. Ja. Gardon. Ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht, oder? Nö. Hallo, ich bin der ordentliche Begrüßer. Hallo Fremde, na, gefällt euch Gardon? Ja, ist sehr schön hier. Wir sind noch gar nicht in die Stadt reingekommen, woher soll man das wissen? Das ist gut. Normalerweise laufen immer die Soldaten des Clans in der Stadt und passen auf, dass kein Gesindel hier irgendwelche Dummheiten macht. Aber nun ja, alle Soldaten sind plötzlich gesetzt worden. Und zwar nicht Vampir, Krieger, Vampir Ladies, Vampir Magier, Werwölfe, Söldner. Und nun gibt es hier schon die ein oder andere zwielichtige Gestalt, mit der ihr besser keinen Kontakt aufnehmt. Danke für die Warnung, aber wir können schon auf uns aufpassen. Natürlich könnt ihr das. Ich wollte es ja auch nur gesagt haben, nicht, dass ihr noch sonst behauptet, man hätte euch nicht gewarnt. Das war wirklich äußerst nett von dem Typen. Oh, guck mal, da steht wirklich ein Werwolf rum. Ja. Ein Werwolf am hellerlichten Tag. Wie kann das funktionieren? Ist er vielleicht dauerhaft in seine Werwolfsform gepresst? Wir werden es nie herausfinden. Jakar. Na, wollt ihr ein wenig mit mir angeln? Ist nicht entspannt. Im Moment nicht, danke. Du bist ja ziemlich entspannt dafür, dass gerade Krieg herrscht. Ja, wisst ihr... Wir in Gardon haben so es immer irgendwie überstanden. Wir kennen Deras und wir werden uns auch von diesem neuen Vampir nicht unsere Art zu leben austreiben lassen. Wir bleiben ausgeglichen. Respektable Einstellung. Vor allem die dämlichen Vampire. Auch wenn es bestimmt nicht so einfach ist, wie du es klingen lässt. Kann ich nicht beurteilen. Ich lebe hier, seit ich geboren wurde. Ich bin also Gardoner. Durch und durch. Und wenn wir Städter unsere Ruhe nicht bewahren, wie sollen es die Männer und Frauen in den Burgen? Da gibt's ehrlich gesagt nur irgendwelche Krieger und sonst keine anderen Leute. Und ja. Naja. Ich meine, abgesehen davon ist das doch eigentlich Quatsch, was er erzählt, weil ich meine... Seien wir ganz ehrlich, Steve. Die NPCs hier in dieser Welt, die bekommen doch von einem möglichen Krieg gar nichts mit. Hast du schon mal irgendwie eine Stadt gesehen, die irgendwie, ich weiß nicht, richtig unter Belagerung ist? Ich meine, was mich eher als ihn hier fragen in der Situation. Ich meine, er hat hier so eine Art Pfütze vor sich, ja? Wahrscheinlich durch starken Regen entstanden, gefühlt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass darin Fische leben. Und jetzt, wenn da irgendwie, warum auch immer, ein Fisch reinfällt, was ich bei einem Reiher irgendwie den halt fallen lassen, was weiß ich. Also, ich glaube, dass so ein Teich sehr schnell leer geankert ist. Naja, der Teich ist auf jeden Fall nicht besonders groß, ne? Also, ja, ich bin jetzt kein Angelprofi, aber ich glaube, effektiv ist das nicht. Nicht unwahr. Für irgendwas müssen die Armenier kämpfen. Und wenn es keine irgendwie schwachsinnigen Ideale gibt, dann müssen es Werwölfe sein. Na Steve, wollen wir mit dem mal mit STRG hoch, zu dem mal mit STRG hochlaufen? Aber vorher speicherst du bitte. Ja, das ist doch klar, dass ich vorher speichere. Denn wir wissen ja nie, dass dieser Werwolf nicht irgendein Event umlegen könnte. Wir wissen ja, es könnte ja Cheatwölfe geben mittlerweile. Guck mal, sieht witzig aus, ne? Ja. Wir müssen ja oben ganz hart mit STRG rumlaufen, weil hier oben ist ja keine Begehbarkeit eingestellt, außer mit dem Werwolf. Wir oben können nichts machen. Es reicht mich, nach einem der Bewohner die Haut abzuziehen. Aber ich weiß, ich darf nicht. Sei richtig, sehr richtig. Sorry, ich hab's heute Abend nicht so mit vorlesen. Lade trotzdem mal, bitte. Um einfach nochmal sicher zu gehen. Ja. Sicher ist sicher. Der gute alte Switchwolf, der plötzlich alles im Spiel komplett verändert. Ich mag die Grafik von der Kutsche hier. Ja, ich frage mich, woher Malix die geklaut hat. Ja. Carla. Ah, willkommen. Schaut, was ich euch anzubieten habe. Ja, die üblichen Sachen, die halt jeder hat und die irgendwie nicht besonders toll sind. Die Steve dann vielleicht irgendwann mal für uns offscreen kauft. Ja, ich meine, das ist jetzt wirklich der einzige Unterschied. Statt dass hier irgendwie Soldaten des Clans rumrennen, rennen hier irgendwelche Vampir-Kriegerinnen und so weiter ja. Durch. Aber. Ich war mit ihr. Vorsicht, Steve, sie könnte einen Switch auslösen. Es reizt mich, einem der Dorfbewohner die Haut abzuziehen. Aber ich weiß, ich darf nicht. Sehr richtig. Und diesmal komplett fehlerfrei vorgelesen. Bist du zufrieden, Steve? Ja. So. Mann mit grünem Haar. Oder Frau mit grünem Haar. Willkommen in Gardon. Fremde. Unsere Stadt ist voller Leben. Von Fremden. Sehr freundlich eingestellt. Leider sind alle Wachen, die hier vom Clan sonst stationiert sind, wieder abgezogen. Und so hoffe ich, dass ihr keinen Ärger macht. So
seht ihr nicht aus. Weil wenn ihr Wachen des Clans gewesen wären, dann hätten wir Ärger machen können, weil das hätte die nicht interessiert, oder was? Diese neuen Wachen haben sicher nichts gegen euch. Weil die haben irgendwie denselben Kleidungsstil wie wir. Wenn du dich da mal nicht täuschst, Kleine. Ja? Danke, wir schauen uns einfach mal ein wenig um. Besucht auch unser hervorragendes Inn. Ja, du NPC mit extrem viel Gehalt. Danke NPC mit Werbebotschaft. Und trinkt auch ganz viel Coca-Cola. Jetzt auch in der Zero-Version. Oh, bitte nicht. Ganz ohne Zucker. Ich habe gehört, wenn man zu viel Coke Zero trinkt, dann bekommt man ziemlich harten Durchfall. Okay. Und ziemlich hart Diabetes nach langer Zeit. Aber okay. das sollen nur Gerüchte sein. Also ich kenne jemanden, der von, ich glaube, was hat er mal gewogen, 180 Kilo oder so, und jetzt wiegt er noch 80 oder so. Krass, der hat mit Diet Coke also wirklich abgenommen. Und der hat tatsächlich das einzige Getränk außerhalb Wasser, was er noch getrunken hat, war tatsächlich Coke Zero. Und das Lustige war, er hat vor Coke Zero gehasst und meinte, ja, das ist das Einzige, was ich irgendwie trinken konnte mit Geschmack. Oh Mann, ey. Oh, hallo. Hallo. Darf ich fragen, was euch nach gerade umgetrieben hat? Ach, wir besuchen gerne mal neue Städte, von denen wir bisher höchstens so gehört haben. Ach ja, das seid ihr mir ja sehr ähnlich. Ich reise auch gerne in der ganzen Welt herum. Mein absoluter Traum wäre aber meine Besichtigung Pharao Ustras Pyramide. Auf der freuen wir uns nicht. Doch leider scheint niemand zu wissen oder sagen zu wollen, wo man diese Pyramide finden kann. Hä? Das ist doch bekannt sein, wo eine Pyramide steht. Nein, Steve, das ist eine magische Pyramide, die gut, ist mit okay. einem... Wir haben in Alien vs. Predator auch gelernt, dass auf einmal in der Antarktis eine Pyramide gefunden wurde, wo dann Aliens drin sind. Aber, na, das ist ja selten der Fall, behaupte ich mal. Das wäre ziemlich cool, wenn man in der Antarktis wirklich eine alte Pyramide finden würde, Mann. Wo Aliens drin sind, Mann. Überleg doch mal. Die auch noch leben, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber trotzdem. Dabei hätte ich mir die zu gerne einmal angeschaut. Was interessiert dich daran so? Naja, abgesehen von der Einzigartigkeit der Pyramide interessieren mich vor allem die Dinge, die darin vor sich gehen. Also muss ich ja persönlich auch sagen, so eine Pyramide sicherlich zu besichtigen, ist schon ganz interessant. Aber ich meine, das ist ja auch wirklich eine gefährliche Sache, ne? Wegen all den Fallen, wegen der irren und wirren Gänge und, Also ich nehme mal an, ich hätte jetzt die Möglichkeit, ja, einfach ohne Führer durch so eine Pyramide zu laufen. Ich würde mir das nicht trauen. Oh, Steve, ich würde das auf jeden Fall sofort machen und würde wahrscheinlich irgendwie... Es wäre schon ziemlich cool, ich werde wirklich... Ja. Du verläufst dich und plötzlich so, mein Gott, ich bin gefangen und jetzt muss ich sterben, wie behindert ist denn das? Ja, genau das, ja. Also... Scheiße, die alten Pharaonen haben es wirklich geschafft, die haben die Grabräuber abgehalten. Verfickte Scheiße nochmal. Na, also ich meine... Deswegen ist es ja auch ein cooles Horrorszenario, ne? So eine Pyramide eingesperrt zu sein. Ja. Es wird ja viel gemunkelt. So, was denn beispielsweise Schätze und so? Nun, angeblich ist die Pyramide voller Schätze des Pharaos, die er nach seinem Tod dort hinterlassen hat. Außerdem sollen dort regelmäßig irgendwelche mysteriösen Rituale von den Bewohnern der anliegenden Stadt stattfinden. Aber ich meine, okay, die Pyramide, die ist versteckt. Wie auch immer. Aber scheinbar ist da in der Nähe auch eine Stadt. Man genau. weiß, dass irgendwelche Leute, irgendwelche religiösen Fanatiker sind. Also wie kann denn die Pyramide verschwunden sein? Nur die Bewohner der Stadt können die Pyramide sehen. Du müsstest erst dorthin reisen irgendwie und einen der Bewohner fragen, was die Pyramide zeigt. Aber das machen die Leute natürlich nicht einfach so. Also... Du weißt, was ich meine, ja. Oder vielleicht können doch nur die religiösen Fanatiker die Pyramide sehen. Also du musst einer von ihnen sein, damit du sie sehen kannst, Steve. Nein, du musst dir überlegen, die Pyramide muss ja groß genug sein, dass ein Gua'ul-Schiff drauf landen kann. Ja? Das ist schon ziemlich groß, ne? Die würde ich auch gerne mal sehen. Na, sicherlich bekommst du irgendwann die Gelegenheit dazu. Ich hoffe es. Aber nicht mehr in diesem Part von Vampire Stone 2 Everlasting Blood, sondern es gibt noch einen Angriff der Ritter auf Schloss Raka. Und ich glaube, weil wir direkt davor gespeichert haben. Oder? Soll ich jetzt irgendwie nochmal irgendwas machen, Steve? War auch gut, vielleicht gewinnen wir es einfach direkt. Wir probieren es einfach nochmal mit einer schwachen Front hier zum Ende des Parts.
Warum werden wir von Leuten von unseren angegriffen? Naja, wir haben ja bisher noch nicht alle Clans-Leute überredet. Eins. Also, es ist ausgeglichen. Es ist 10 gegen 10. Das heißt, wir könnten es rein theoretisch schaffen. Ich habe einen Sieger, wir haben 50 Leute. Ah, nee, du hast recht. Das erzähl ich schon wieder für Blödsinn. Es tut mir leid, Leute. Mein Gehirn weist jetzt halt einige Lücken auf. Aber wir haben 50 Söldner, von denen hoffentlich keine 10 sterben im Kampf gegen diese 10 Soldaten. Und Steve wird mich moralisch und selig dabei unterstützen. Sehr gut, ich musste nicht mal den Spielstand neu laden. Hoffe ich. Wow. Komm schon, los! Töte ihn! Oh, sehr schön, wir haben genau 10 Soldaten. Ernsthaft 10 Soldaten. Ja, ich meine 10 Soldaten gegen 10 Clan-Männer, das ist schon okay. Aber na gut, wir würden uns auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Guck mal, die Frau hat ihre Position verändert. Ja, weil die Map neu teleportiert wurden. Ja, bis zum nächsten Mal hier bei Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Tschö.